Ich mal. Ich brauche die Dinger. Die Halfstepsch. Und am besten nochmal irgendwie bisschen Erde für auf ein Gerüst. Und die Zäune bräuchte ich wahrscheinlich auch. Aber da reichen die 18 nicht. Na ja, werde ich mir später noch ein paar mehr bauen. Und ich muss auch mal gucken, eigentlich müsste ich mal gucken, irgendwie nach Windrichtungen. Oder an sich, wie sind die aufgerichtet? Ich meine, es gibt auch Mühlen, die sich mitdrehen. Aber, tja, da ist hier alles komplett anders gebaut, falsch konzipiert und so. Beziehungsweise müsste ich es dann noch alles auf ein Gestell stellen. Und ne. So. Also mal gucken. Da ist der Scheiß. Das heißt. Okay, der kommt dahin, aber. Na, das alles muss ich sowieso nochmal von unten irgendwann machen mit der Verzierung. Das ist dann, ja, nicht so geil. Ja, ich lasse erstmal bleiben mit der Verzierung. So einfach ist das. So, wie mache ich das? Mache ich das so? Huch, ich glaube, so mache ich das. So. Einfach nur ganz einfach einen Kreis drum ziehen nochmal oben. Wo dann halt der Zaun raufkommt, da kommt dann so ein Geländer hin. Dann kann man halt oben auf der Mühle rumlaufen, dann kommt hier nochmal so ein Häuschen und so hin, wo dann auch der Mühlenflügel rauskommt. Ich tendiere ja schon dazu, ihn einfach nach vorne rauskommen zu lassen. Da muss ich nochmal gucken. Huch, das war aber falsch hier. Der muss gefälligst dahin. So. Gut. Jawohl. Warum ist hier eigentlich der? Der muss auch noch weg, der. Das war gleich nur ein Stützblock, ne? Gut. Gleich muss ich schlafen gehen. Ich bin jetzt fast versucht, hier runter zu springen und versuchen, so eine Wasserrinne zu landen. Aber ich denke mal, ich lasse es doch lieber. Ja, ich denke schon. Also gehen wir ganz normal nach Hause. Schlafen. Gut. So. Das war schon richtig, war schon richtig. So. Schnell ins Bettchen hüpfen. Wo es richtig düster wird. Die letzten Sonnenstrahlen scheinen noch hier durch. Und schlafen. Okay, ich mache mir gleich noch ein paar Zäune. Ich habe nicht drauf geachtet, wie viel Holz ich oben rum gebraucht habe. Aber ich mache einfach das hier alles jetzt zu Zäunen. Das sollte dann hoffentlich reichen. So. Huhn hast du schon. Ah, noch kein viertes Ei. So. Warte mal, die ist doch genau gut, sehr schön. Verdammt, jetzt habe ich keine. Ah. Obwohl, das lohnt sich eigentlich sowieso noch nicht, so wirklich, aber okay. Okay, ich laber wie immer wirres Zeug, aber ja. Was jetzt halt nur doof ist, man kommt jetzt hier wahrscheinlich außerhalb des Häuschens raus, aber obwohl, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Nein, 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 komm her. So. Kommt hier das Geländer ran.
Das mit dem Verzieren wird auf jeden Fall noch nervig. Normalerweise mache ich auch lieber so, dass ich gleich von unten anfange und dann nach oben hin verziere. Aber jetzt habe ich ja schon unten, oben alles gebaut. Das heißt, ich muss ja ewig mit Erdgerüsten und so rumfuchteln. Das ist nicht so geil, aber ja. Das wäre natürlich ja geil, wenn ich da irgendwie eine Fleimot hätte oder so. Muss ich mal gucken, ob ich mir vielleicht doch irgendwann mal eine reinhole. Wenn es halt schieden ist, naja, aber. Oder halt alles ein Stückchen einfacher machen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das so schlimm findet, wenn ich eine Flymod nehmen würde oder nicht. Wäre mal interessant zu wissen. Ob ihr da groß was dagegen hättet. So, mal gucken. Jetzt müssen wir hier oben drauf. So, quasi hier kommt man raus. Wenn ich das hier mache, also 1, 2, 3, 4, ja, ne, Quatsch, so. Hier drauf. Ob das denn ginge, muss ich mal gucken. So. Also von hier 4 weg. Also von hier 1, 2, 3, 4, 5 weg. Dann gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. So. Wie sehe das dann aus mit dem Kreis? Das ging sogar noch fast, ne? Obwohl das, na egal. So ein schöner Kreis ist das dann auf jeden Fall nicht, aber. Naja. Ich denke mal, das ging noch so. Gucken wir gleich mal, wenn es fertig ist, wie es dann aussieht. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, und jetzt mal vier, so. Zwei, drei, vier, obwohl das wahrscheinlich eher ein Achteck erinnert als eins an einen Kreis. Toll sieht man jetzt irgendwie fast gar nicht. Aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es reichen wird. So. So, und jetzt brauche ich noch ein paar Baumstämme. Für den Steil wieder. So. Das hätte nur doof, jetzt hier alles zu bauen, ohne dass ich jetzt einen Boden habe. Also keine Absicherung quasi dadurch. Das ist schon etwas heikel, wenn die derzeit runterfallen. So. Ja, dann kommt da halt. Ja, ja, doch. Das geht, glaube ich. So. Das Häuschen da drin muss natürlich auch noch ein bisschen größer sein, damit man es auch. Obwohl, ja, muss man auch nicht so unbedingt sehen. Alter, der ist riesig, den fäll ich jetzt. Immer den größten. Ist ja auch so, in der Gruppe soll man immer auf den größten und stärksten gehen, wenn man die sich um den Leib halten wollte, quasi. So, jetzt so kampfshop-mäßig oder so, rein hypothetisch. Steht man da halt so irgendwie und wird voll angehüllt von mehreren Leuten, dann sollst du halt gucken, welcher da es am meisten drauf hat oder so, und dann machst du den fertig und dann haben die anderen ein bisschen mehr Respekt vor dir. Oder es geht nach hinten los und sind dann alle voll sauer, das könnte auch passieren. Ne? So. Jawohl, das gab ordentlich Holz. Und das Brot brauche ich in der Hand. So.
So. Natürlich wäre es mir lieber, wenn ich da irgendwie das Sachen. Ich habe eine Idee. Jawohl, ich habe eine Idee. Das könnte vielleicht sogar klappen. Ja, ein paar mehr Treppen können auch nicht schaden. So. Dann mal gucken. Einerseits wäre das möglich, andererseits könnte es auch sein, dass es dann doof ist, weil wegen und so. Weil wegen und so, Kacke. So, weil wegen und so einfach so. Gut, also, rein hypothetisch, es kommt jetzt hier vorne raus, ne? Machen wir mal so. Wenn hier die Leiter hoch ist, sollte man die Tür wahrscheinlich hier hinten rein machen, aber das kann man später noch tun. So, huch. Das ist noch eins zu tief, also hierfür auf jeden Fall eins zu tief. Oh, Alter. Nervig. So. Jetzt werde ich sowieso alles nochmal irgendwann anders verzieren. Mit Clay und sowas alles, aber erstmal ist es jetzt so zu gucken. Also rein theoretisch diesen hier. Ja, das ist doof, dass man die Half-Steps noch nicht so hier dran klein kann. Das fällt mir immer wieder jedes Mal auf. Jetzt mal so und jetzt brauche ich Erde. Ich weiß nicht, ob das dann zu groß aussieht oder ob das ginge. Werden wir gleich sehen. So, ach Quatsch, ich will Erde. So. So. Aber das ist schon fast zu groß, wa? Warte, ich guck's mir leider mal von vorne an. Dann kann ich euch gleich erklären, was ich damit bezwecken will. Falls ihr es noch nicht wisst. So. Na wohl, ginge vielleicht sogar, wa? Und dann packe ich da jetzt nämlich in die Mitte Holzbalken. Und dann wird das quasi der Rotor. Obwohl jetzt sogar doch einen zu hoch angesetzt war. Warte mal sehen. Oh, jetzt muss ich das wieder irgendwie hinkraxeln. Oh, nervig. Jetzt wird es auch schon wieder dunkel und alles. Und, oh, alles blöd hier. So. So, ich würde nämlich gerne also machen wir quasi da. So. Ist alles wieder weg da, freue mich. Okay, ich gehe jetzt mal auf den Block. Oha. Alles schön vorsichtig, das muss so sein. So. Ja, so. Und dann kommt das. Wow, ist das dunkel hier. Scheiße. Dann kommt das alles quasi hier so raus. Oh, scheiße, jetzt bin ich da runtergefallen. Ja, okay, das ist wohl die Strafe fürs Nichtsehen. Dann gehe ich mal schnell pennen. Dann gucke ich mir das alles im
Tag nochmal an. Im Tag, genau, im Tag gucke ich mir das an. Bloß nicht den Enderman angucken, das wäre jetzt doof. Weil ich kein Schwert in der Hand habe. Oh, ist ein Monster in der Nähe am Arsch, schaut's mal. So, was brauche ich gerade mal nicht? Zum Beispiel. Ich will den Enderman nicht angreifen. Ach, Gott sei Dank. Sehr schön, er hat sich von selbst weggeportet. So, dann gucke ich mir jetzt das nochmal kurz an. 4 Eier immerhin. Ja, ich weiß nicht, vielleicht mache ich das einfach zum Folge, Ende der Folge, dann mache ich dann nochmal, werfe ich mal alle Eier da rein. So. Und jetzt gucke ich mir das Ganze nochmal an. Es könnte sein, dass vielleicht eins zu hoch ist, aber will ich das nochmal einen runtersetzen? Das ist die Frage. Na, mal gucken. Obwohl, ne, das ist nicht eins zu hoch. Obwohl. Das ist dann zwei über dem Zaun lang, ne? So. Ach ne, ich denke mal, das geht so. Das sollte, glaube ich, so gehen. Und dann muss hier irgendwann bald demnächst das Flügelblatt dran, ne? Flügelblatt? Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich nenne das jetzt einfach so. Warte, mache ich gleich mal. Dafür wäre natürlich auch Flymod richtig geil. So, es sollte auf jeden Fall... bis hier vorne gehen. So, ich denke mal so weit und nicht weiter. Und da kommen dann halt die Flügel dran. Soll ich mal gucken, vielleicht probiere ich das mal in einer Kopie hier aus, wie das aussehen, oder wie die aussehen sollten. Aber ich denke mal, das war's dann jetzt erstmal da soweit. Gucken wir das Ganze nochmal von unten an. So. Ja, doch, das geht, glaube ich, so. Ja, wird schon gehen. Es muss schon gehen. Gut. Ich denke mal, das war's denn jetzt auch so. Warte, jetzt nehmen wir noch schnell die Hühnereier daraus. Klicken wir den Huhn um die Ohren. Ich hätte zwar eh, dass keins rauskommt, aber... Oh, geil. Aber ist jetzt nicht in der Wand gestorben, oder? Nein, Gott, oh, geil. Juhu, jetzt habe ich schon doppelte Produktivität, also noch nicht direkt jetzt, aber dann. Gut, also, das war's dann für heute und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.